Buonasera! Heute berichte ich Ihnen über den Zuckerhut an der Nordspitze Madagaskars. Am 15. August 1500 landete der Portugiese Diego Dias auf der Insel Madagaskar, der damals als der erste Europäer offiziell seinen Fuß auf den madagassischen Boden setzte. 6 Jahre später landete seinen Landsmann Fernando Suarez. Und zu Ehren der beiden Portugiesen haben die französischen Kolonialmächte der wichtigen Hafenstadt an der Nordspitze der Insel seinen Namen Diego Suarez. Später wurde diese Stadt von der madagassischen Regierung Antsiranana oder der große Hafen umbenannt. Antsiranana liegt ca. 1000 Kilometer von der Hauptstadt Madagaskar. Dort gibt Binnenflüge dorthin, also 2-3 Tage Autofahrt. Die Sandküste von Ramena ist der beliebte Badestrand. Es liegt ca. 18 Kilometer von Diego Suarez. Der gut ausgebaute Straße am Ortseingang verläuft durch trockene Savannenlandschaft bis zu diesem wunderschönen Bucht mit feinen Sandstränden. Aber bevor wir zu diesen Badestrande kommen, erblicken wir die magische kleine Insel mitten in den Bucht, den Zuckerhut. Wegen seiner einzigartigen kreisrunden Spitzen, Vulkankegel, nennen die Franzosen sie der Pain de Sucre oder auf Deutsch den Zuckerhut. Diese markante Insel von vulkanischem Ursprung ist das Wahrzeichen der Stadt Diego Suarez geworden. Nusulunza oder Nusulunzu heißt dieses Naturwunder von der dort lebenden Sakalava-Bevölkerungsgruppe. Die Insel wird als heilig verehrt und damals wurde die ehemalige Königsfamilie dort begraben. Nach mündlicher Überlieferung fand die Sakalava dort Refugium, als die feindlichen Marinearmee der Merina sie verfolgten. Daher wurde jedes Jahr rituelle Zeremonie gefeiert und Reliquien verehrt. Vom Fischerdorf Ramena kann man Pirogenfahrt bis zum Smaragdmeer mit artenreicher Wasserwelt machen. Ebenso zu den 3 von Korallenriffen geschützten Buchten Baie des Dunes, Baie des Pigeons und Baie des Sakalava. Dort kann man hervorragende Sport wie Baden, Schnorcheln, Tauchen, sogar Windsurfen. An den 3 Buchten haben sich Hotel auf Kitesurfer spezialisiert. Wir Priori in Basel und in Antananarivo helfen Ihnen gern bei der Organisation Ihres Traumurlaubs an der Nordküste Madagaskar. So zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Veluma! Und bis bald auf der Tropeninsel im Indischen Ozean.